Hallo Elisabeth. Hi. Wie ist dein voller Name und in welcher Fraktion gehörst du an? Mein Name ist Elisabeth Kuhler und ich gehöre der Linksfraktion an. Wann bist du geboren? Ich bin geboren am 12.03.1990. Würdest du dich eher als Stadt- oder als Dorfkind bezeichnen? Eindeutig Dorfkind. Vegetarisch, vegan oder doch keins von beiden? Keins von beiden. Bitte ergänzen. Wenn ich nicht in den Landtag gewählt worden wäre, würde ich jetzt? Wahrscheinlich in einem ganz normalen anderen Beruf arbeiten. Du bist Abgeordnete geworden. War das für dich ein Kindheitstraum oder im Endeffekt der totale Zufall? Ich habe mir das als Kind tatsächlich gewünscht, dann aber als Jugendliche wieder verschlagen und jetzt ist es irgendwie doch passiert. Du bist die jüngste Abgeordnete der kleinsten Fraktion des Landtages. Was kannst du trotzdem, beziehungsweise genau deswegen, bewirken? Ich glaube, wenn man die jüngste in der kleinsten Fraktion ist, hat man auch ein paar Freiheiten. Man kann auch mal über die Stränge schlagen und etwas radikalere Töne anschlagen. Das wird einem dann nicht gleich so übel genommen. Und das ist ja auch die Aufgabe von der Opposition. Es gibt oft die Meinung, dass deine Partei manchmal zu hartnäckig in eigenen Fragen ist. Wie siehst du das? Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ich glaube, wir müssen als Linke dranbleiben an den Themen und können auch zuspitzen, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, das wird auch von uns erwartet als Oppositionspartei. In welchen Bereichen liegen deine persönlichen politischen Schwerpunkte? Im Landtag hier bin ich im KPA, das ist der Kulturpolitische Ausschuss und mache damit Bildungspolitik bzw. Schulpolitik und ich bin auch jugendpolitische Sprecherin. Außerparlamentarisch bin ich natürlich auch politisch aktiv, da vor allen Dingen gegen steigende Mieten, für faire Löhne in der Pflege und für alles, was gerade der Gesellschaft unter den Nägeln brennt. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, eine Veränderung im hessischen Bildungssystem herbeizuführen. Was tust du? Das wäre super und ich würde das Gymnasium abschaffen und eine Schule für alle einführen. Wahlalter 16, ja oder nein? Auf jeden Fall ja. Weil ich denke, wenn Menschen, junge Menschen schon Steuern zahlen können, weil sie eine Ausbildung machen oder schon fertig sind, dann dürfen sie auch wählen gehen. Noch eine Entscheidungsfrage. Bedingungsloses Grundeinkommen? Ja oder nein? Ich bin eher dagegen, weil ich glaube, das wäre nur eine Subventionierung von sehr niedrigen Löhnen durch den Staat. Ein weiteres Thema, was in der öffentlichen Debatte momentan auch durch Fridays for Future beispielsweise sehr groß gehandelt wird, ist der Klimawandel und seine Bekämpfung. Tut Hessen genug bei der Bekämpfung für den Klimawandel? Ich sage nein. Trotz grüner Regierungsbeteiligung ist Hessen auf einem hinteren Platz der Bundesländer beim Ausbau von erneuerbaren Energien. Und auch wenn man sich anguckt, was wir für einen CO2-Ausstoß durch die ganzen Pendler haben auf den Straßen, da muss ich sagen, da ist noch einige Luft, frische Luft nach oben. Da muss noch einiges getan werden für die Klimaziele. Was ist dein konkretes Ziel für diese Legislaturperiode? Ich möchte gerne in dieser Legislaturperiode kritisch begleiten, wie die Digitalisierung von Schulen verläuft. Jetzt gibt es ja den Digitalpakt und ich möchte gerne mit meinen Interventionen gemeinsam mit vielen Bündnispartnern und auf der Straße dafür sorgen, dass Digitalisierung sozial gerecht und nachhaltig passiert. Warum sollten Leute, gerade auch Jugendliche, in deine Partei eintreten? Ich glaube, wir als Linke sind die einzige Partei, die verschiedene Sachen auf sich vereint. Wir sind friedlich, antimilitaristisch, ökologisch ausgerichtet und unser Kernpunkt ist natürlich die soziale Gerechtigkeit und was uns auszeichnet, wir können uns eine Welt jenseits des Kapitalismus vorstellen, die gerechter und friedlicher ist. Gibt es eine Person, mit der du gerne mal für einen Tag tauschen würdest? Ich würde gerne mal tauschen mit einem Skispringer oder einer Skispringerin. Ich glaube, das Gefühl zu fliegen ist, glaube ich, ein ganz schönes. Wie sieht ein typischer Arbeitstag für dich als Abgeordneter aus? Also ich glaube, ich weiß nicht, was die anderen geantwortet haben, aber ich habe sowas nicht und ich weiß nicht, ob Abgeordnete sowas haben können. Was immer feststeht, ist, dass dienstags auf jeden Fall Fraktionssitzungen sind. Das heißt, da fahre ich nach Wiesbaden, ich wohne in Marburg, entweder mit dem Zug oder mit dem Auto. Dann tagt man bis nachmittags und dann schreibt man noch Anträge, Anfragen, trifft sich mit Bündnispartnern. Es gibt keinen richtig geregelten Alltag. Es ist viel, aber immer ganz unterschiedlich. Vielen Dank, Elisabeth. Gerne.